Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute möchte ich euch mal das Kahles K318i vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich befinde mich heute wieder auf dem Schießplatz, wie man vielleicht hier unschwer hinten an der Wand erkennen kann. Und ich stelle euch mal das neue ZF vor, was ich hier raufgebaut habe auf die RS8, die ich ja ein bisschen gestrippt habe. Und das ist von Kahles ein K318i. Also mit einer Vergrößerung von 3,5 bis 18 und das setzt sich vorrangig ein für den dynamischen Bereich und das kann man natürlich auch hervorragend bei der Jagd einsetzen. Es ist sehr klein, das ist ein Riesenvorteil und es ist außerdem sehr kompakt. Also diese Größe macht natürlich das Ganze sehr angenehm in der Handhabung. Das Ding baut nicht sehr hoch, es ist nicht sehr nach vorne, das heißt auch der Schwerpunkt liegt weiter hinten. Und für mich ist das optimal im Zusammenspiel jetzt mit der etwas gewichtsreduzierten RS8 und ist vom Handling her super. Natürlich ist das Absehen in der ersten Bildebene, also First Focal Plane, und vergrößert sich mit, wenn ich an der Vergrößerung drehe. Und das ist auch gut so, denn ich möchte damit natürlich Entfernungen messen können oder Größen messen können mit dem Absehen. Und das geht halt nur ordentlich und flexibel, wenn das in der ersten Bildebene ist. Man kann es natürlich auch in der zweiten Bildebene nutzen. Ich weiß gar nicht, ob es das K318i in der zweiten Bildebene gibt. Hat mich nie interessiert, würde ich auch nie kaufen. Dann würde das aber nur für eine Vergrößerung gelten. Also die Berechnungen kann man dann auch machen, aber nur an einer bestimmten Vergrößerung. Das ist hier nicht der Fall. Erste Bildebene heißt, ich kann also immer Vergrößerungen messen, also mit dem Absehen Entfernungen und Größen messen. Und das funktioniert hier auch mit dem Kahles besonders gut, denn ich habe hier ein SKMR-3 Absehen drin. Und es gibt demnächst auch das Tremor-3 Absehen, was ich dann auch noch bekomme. Und damit lässt sich das hervorragend machen. Ich spiegel das Ganze mal ein mit einer Kamera durch das ZF gefilmt. Da benutze ich ja jetzt immer die Tactacam und die stelle ich dann auch noch mal extra vor. Der Objektivdurchmesser vorne sind 50 mm, reicht in den meisten Fällen aus, ist jetzt vielleicht nicht das optimale Nachtjagdglas, dafür habe ich es auch nicht gekauft, da würde ich vielleicht einen größeren Durchmesser nehmen, aber ich schieße am Tage die Wettkämpfe, Training und so weiter, da reicht das auch aus und wenn ich am Tage zur Jagd gehe, reicht das auch aus. Und dadurch baut das natürlich sehr klein. Der große Vorteil von dem kleineren Durchmesser ist auch, dass der Verstellweg hier drinnen in der Höhe sehr, sehr groß ist. Das ist nämlich 3 Meter auf 100 Meter. Das heißt, das sind 300 Klicks, die ich machen kann, je nachdem, welche Vorneigung ich in der Montage habe. Und ich habe hier eine Vorneigung von 20,6 mm, denn ich habe hier eine Spurmontage drauf, die extrem haltbar ist und die auch gerade im PRS von sehr vielen Leuten verwendet wird. Es gibt damit auch eine sehr große Seitenverstellung, nämlich von 2,4 Meter auf 100 Meter. Das sind 240 Klicks, also auch gigantisch. Und ich habe hier die großen Türme wieder drauf und die Klicks hier sind, ja, vielleicht hört man das, sind hervorragend und es lässt sich wirklich sehr, sehr gut klicken. Die Beschriftung ist sehr groß und sehr eindeutig und durch den Double Turn, den ich hier habe, also ich kann zwei Runden drehen, sind die Striche auch weit genug auseinander und das ist alles wirklich für mich persönlich super geeignet und lässt sich sehr gut ablesen. Das gilt für den Höhenturm und natürlich auch für den Seitenturm. Die Parallaxe habe ich hier oben gleich dran, das ist ja bei Kahles integriert. Das heißt, wenn ich einen Turm einstelle, kann ich auch gleich die Parallaxe einstellen, aber das ist eine reine Gewohnheitssache. Der eine oder andere wird schon festgestellt haben, dass die Seiteneinstellung nicht auf dieser Seite ist. Das ist quasi die moderne Variante und da ist die Seiteneinstellung, der Seitenturm auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, welche Hersteller das überhaupt anbieten, aber Kahles bietet das mittlerweile an, weil es ist gerade im PRS-Bereich
deutlich praktischer und ja, viele Schützen haben schon umgeschwenkt auf die andere Seite. Und das ist gerade im dynamischen Schießen besser, wenn ich den Turm auf der anderen Seite habe. Ich bin gerade in der Umlernphase und freunde mich damit an. Das heißt, der Seitenturm ist also links, wenn ich auf das Gewehr gucke von hinten. Und der Höhenturm oben ist klar. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt die Absehenbeleuchtung, denn das Absehen ist auch ganz großflächig beleuchtet. Das heißt, der ganze Tannenbaum, der beim SKM R3 Absehen ist, der wird beleuchtet. Das ist also riesengroß und lässt sich natürlich dann in der Dämmerung gut verwenden. Ich war ja immer ein Fan davon, die Türme festzustellen, aber ich habe festgestellt, dass gerade beim dynamischen Schießen das eher hinderlich ist. Das heißt, wenn man die Türme feststellt, dann muss man sie auch wieder lose stellen, fest und lose. Das macht man im laufenden Wettkampf sowieso nicht. Und das ist eher hinderlich. Trotzdem muss man natürlich irgendwas machen dagegen, dass man den Seitenturm verstellt. Beim oberen passiert das quasi nie. Aber der Seitenturm kann irgendwo drankommen an die Jacke oder sonst wo. Und da hat man hier natürlich jetzt den Vorteil, die obere Kappe vom Seitenturm, ich zeige das gleich im Ausschnitt, die lässt sich einfach mitdrehen. Das heißt, wenn man hier lang kommt mit irgendwas, dann verdreht sich nicht der Turm, sondern nur die obere Kappe. Man kann aber die Verstellung trotzdem so einfach vornehmen wie immer, weil man da drüber greift und dann das trotzdem sehr griffig ist. Finde ich sehr gut gelöst und das gefällt mir deutlich besser als die Feststellung der Türme oder das Rausziehen, Runterdrücken. Das braucht man in meinen Augen nicht so sehr. Ganz wichtig ist natürlich die Absehenverstellung, die ist hier 0,1 M-Rad. Das ist ganz wichtig, dass das ein Mill-Absehen ist und eine Mill-Verstellung in diesem ZF, also Mill-Absehen und Mill-Verstellung. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn bei ZFs, die man im dynamischen Sport einsetzen will. Und ich finde auch im klassischen Long Range ist das die für mich einzige Lösung. Wir haben natürlich hier wieder eine Dioptrienverstellung vorne, wie bei allen ZFs. Das Ganze ist ein bisschen gummiert. Das funktioniert auch, selbst wenn diese kleine Gummierung, die Kappe hier mal kaputt geht, kann man die einfach auswechseln, falls man mal anstößt oder so. Aber ansonsten reicht das aus. Der Griff, der Ring für die Vergrößerung ist griffig genug. Er hat eine Nase hier oben. Ja, sieht man, hier oben ist eine Nase dran. Dann weiß man alles klar, wo sind die Einstellungen, kann man blind dran. Die geht nicht zu leicht, dass sie sich verstellt, aber sie geht auch nicht so schwer, dass ich mich anstrengen muss. Also hat das goldene Mittelmaß, funktioniert also auch hervorragend. Die Einstellung für das beleuchtete Absehen geht ein bisschen schwerer. Das ist gut so, damit sie nicht unabsichtlich eingestellt wird und ist dann kontinuierlich verstellbar. Funktioniert auch hervorragend. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Ganze auf eine Spurmontage draufgesetzt. Die lässt sich auch deutlich besser montieren als viele andere Montagen. Ich habe den Keil, den ich da reinschiebe. Ich kann das super einfach ausrichten. Das Ding ist stabil ohne Ende. Da wird nichts verklebt. Da kommt kein Gummiring zwischen, gar nichts. Das funktioniert alles so und ist auch für den harten Alltag beim Wettkampf im dynamischen Bereich geeignet. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das Ding funktioniert halt immer. Auch die vielen Schrauben hier unten sorgen dafür, dass ein gleiches Anzugsmoment da ist. Und ich habe ja schon öfter gezeigt, wie eine Spurmontage montiert wird und wie das Ganze funktioniert. Vielleicht noch zwei, drei kleine Besonderheiten, die ich noch nicht gesagt hatte. Der Double Turn hat natürlich hier oben, wenn ich jetzt hier drehe, dann sieht man in der zweiten Runde, wie hier dieser kleine Nippel rauskommt. Das finde ich auch eine sehr gute Lösung, besser als die Lösung, wo der Turm hochfährt, weil er immer direkt runterkommen kann und dieser Spalt hier von diesem Ding ist wirklich extrem gering, sodass da kein Dreck reinkommt. Die Gläser sind natürlich beschichtet und man sollte da auch nicht so viel dran rumwischen. Normalerweise kann da ruhig mal ein Tropfen Wasser rauf, da passiert erstmal nichts und das trocknet auch wieder. Selbstverständlich haben die Türme einen Zero-Stop, das heißt, man stellt die so ein, dass man die einschießt auf eine bestimmte Entfernung, natürlich 100 Meter normalerweise, und dann die 100 Meter stoppt an der Stelle, sodass man auch nicht runterstellen kann, weiter braucht man auch im praktischen Betrieb nicht und ich aber schnell den Anschlag finde und dafür ist das da. Ich mache nochmal extra ein Video dazu, wie man den Zero-Stop einstellt und vor allem, wenn er sich nicht einstellen lässt, wenn man eigentlich tiefer drehen will beim Einschießen und man nicht tiefer drehen kann. Davor scheitern immer noch viele und da zeige ich mal, wie man dieser Misere aus dem Weg geht. Ja, so viel zum Thema ZF K318i von Kahles.
Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum K318i von Kales. Und falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.